Wir haben heute die Geschichte von der Steinigung des Stephanus gehört, einer der wichtigen ersten Jünger Jesu, die ihm nachgefolgt sind. Und für ihn hat es dann letzten Endes bedeutet, dass er sein Leben gegeben hat. Und ja, den haben wir heute vor Augen. Man könnte sich darüber freuen oder traurig sein, dass er sein Leben für Christus hingegeben hat. Darum geht es nicht dem Evangelisten Lukas, der auch die Apostelgeschichte verfasst hat, sondern er möchte etwas anderes zeigen. Und es ist interessant hinzuschauen, was hier eigentlich los ist. Also der Stephanus verkündet etwas, was er gesehen hat. Er sagt, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschen zu Rechten Gottes sehen. Und dieser Menschensohn, von dem er spricht, das ist Jesus. Und die Menschen, die ihm zuhören, können diese Rede nicht ertragen. Warum? Gründe gibt es zwei dafür. Sie sind Juden. Das ist nicht weiter schlimm, sondern eine Tatsache. Und weil sie Juden sind, das ist der zweite Grund, ist es für sie eine Gotteslästerung. Weil jemanden zu seiner Rechten sitzen lassen, bedeutet, er ist gleich auf der gleichen Ebene wie ich, er ist gleichwertig. Und es gibt nur einen Gott. Deswegen ist es für die Juden eine Lästerung, Gotteslästerung. Weil Stephanus sagt, Jesus, der gestorben ist, ein Mensch wie ich und du, er ist wie Gott, er ist Gott gleich. Und das können sie nicht begreifen. Es ist ihnen zu viel. Dann, weil sie es nicht hören können, drücken sie sich die Ohren zu und wollen ihn übertönen mit ihrem lauten Geschrei. Und wie das nicht funktioniert, heben sie die Steine und töten ihn. Also ich möchte da nicht darüber jetzt reden, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass es würdig ist, ihn zu seinen Rechten zu sehen und dass er dem Vater gleich ist, sondern über etwas anderes. Was treibt diese Juden da an, die so etwas tun? Was treibt sie eigentlich an? Was ist der Grund, warum sie sich da sammeln? Und wenn man genau hinschaut, zumindest nach diesem Text, ist der einzige Grund, warum sie sich da versammeln, Stephanus. Und wahrscheinlich hat er nicht das erste Mal diese Worte gesagt, also das, was er jetzt gesagt hat, wahrscheinlich, aber so ähnlich. Er hat sicher nicht von Jesus geschwiegen, sondern über ihn gesprochen. Er war bekannt. Leute haben ihm zugehört. Also nicht das erste Mal. Und sie versammeln sich, um ihn auszuliefern, um ihm ein bisschen auch eine Falle zu stellen. Sie versammeln sich, um ihm etwas Böses anzutun. Das ist der einzige Grund, warum sie sich dort versammeln. Und es geht jetzt nicht darum, Juden schlecht zu machen. Stephanus war auch ein Jude. Sondern um die Intention. Wenn man die Apostelgeschichte als ein ganzes Buch liest, gibt es da viele Anliegen, die Lukas seinen Lesern mitgeben möchte. Das Wichtigste aber ist, zu zeigen, wie Kirche ist. Weil wer Jesus ist, das erfahren wir in den Evangelien. Aber was bedeutet jetzt, dass es einen Jesus gegeben hat und gibt und es gibt eine Kirche? Was bedeutet das für die Kirche? Und Lukas macht es konkret, indem er die Apostelgeschichte schreibt. Und es gibt viele Dinge,
oder viele Merkmale, die eine Kirche hat, das Wichtigste in der Apostelgeschichte ist dies. Die Jünger versammeln sich um den Tisch des Herrn. Auf Deutsch gesagt, sie versammeln sich, um Gottesdienst zu feiern und nicht irgendeinen, sondern die Eucharistie. Das ist, was die Kirche ausmacht. Sie versammelt sich um den Herrn, um den Altar. Auch wenn wahrscheinlich die ersten Christen nicht so schöne Gebäude hatten wie wir und sicher nicht so schöne Ausstattung wie wir jetzt haben. Darum geht's nicht. Aber sie versammeln sich um den Tisch des Herrn, weil der Altar ist nur ein Symbol für Christus, für Jesus. Auf ihm wird auch das Opfer dargebracht. Also das, was die Kirche auszeichnet, die aus den Juden und Heiden sich zusammensetzt, ist, dass sie sich um Jesus versammelt, um gemeinsam etwas zu feiern, was größer ist als diese Kirche, um gemeinsam sich nach etwas Größerem auszustrecken, nach Gott. Die, die Stephanus steinigen, versammeln sich nur aus einem Grund, um ihn auszuliefern. Wahrscheinlich hatten sie nicht gleich die Absicht, ihn zu töten. Das hat sich so ergeben. Das ist so mit Gewalt. Wenn man einmal anfängt, ist es manchmal schwierig aufzuhören. Aber sie versammeln sich, um etwas Böses zu tun. Die Kirche soll sich aus einem anderen Grund versammeln. Deswegen diese Geschichte von Stephanus. Um uns zu zeigen, was wir nicht sind und was wir sein sollen. Es ist eine schöne Geschichte, können sich die Bischöfe anhören, wie sie die Kirche machen sollen. Aber die Kirche besteht nicht aus Bischöfen, sondern aus uns vor allem. Also die Bischöfe sind auch dabei. Was bedeutet das jetzt für dich und für mich? Ich habe letztens auch überlegt, warum ich eigentlich Franziskaner bin. Und die schöne theologische Antwort wäre, ja, ich möchte dadurch, wie ich lebe, Christus ähnlicher zu werden. Klingt schön, ne? Also ich möchte wie er, ohne Eigentum, in Keuschheit und in Gehorsam zu leben, so wie es die Evangelien berichten. Aber das war nicht meine Intention am Anfang. So schön es auch wäre, das ist nicht wahr. Ich bin Franziskaner geworden aus zwei Gründen. Der erste war, dass ich andere Franziskaner kannte und mich einfach das irgendwie fasziniert hat, wie sie leben. Und der zweite Grund war, dass nur sie geantwortet haben, als ich meine Bewerbung ausgeschickt habe. Ich habe an zwei Ordensgemeinschaften ausgeschickt. Bei der anderen ist das Mail entweder untergegangen oder sie haben sich gedacht, den brauchen wir nicht. Und deswegen bin ich, wer ich bin. Aber das Zweite ist nicht entscheidend, sondern das Erste. Ich wollte werden wie andere, weil mich etwas an dieser Lebensweise und auch an der Regel des heiligen Franziskus wirklich fasziniert hat. Und eigentlich der erste Auslöser dafür, dass ich bei einer Freundin war, die hat mit mir ein bisschen Gitarre spielen gelernt und sie hat mir dann die Regel des heiligen Franziskus zum Lesen mitgegeben. Nicht mit der Absicht, dass ich irgendwann Franziskaner werde, sondern einfach so. Und die Regel ist echt cool. Echt. Ja. Also ich kann mit meiner Lebensweise ihr leider nicht entsprechen, aber ich gebe mir Mühe. Warum ich euch das erzähle, na, nicht um mich da irgendwie euch auszuliefern, sondern um etwas anschaulich zu machen. Es geht immer um die Intention, die du hast. Und die Frage, was dich davon abhält, sie zu realisieren, das klingt jetzt sehr technisch. Aber schau auf dein Leben. Es gibt viele Dinge in deinem Leben, die gut laufen oder schlecht laufen. Es gibt Menschen, die dich umgeben. Und vielleicht hast du irgend so eine
Situation, Lage oder Menschen, wo du weißt, das sollte eigentlich anders sein, als es ist. Ich würde es gerne anders leben. Weil ich in meinem Innern spüre, dass es vielleicht nicht richtig ist oder dass es besser sein könnte, als es ist. Und die entscheidende Frage ist, was hält dich davon ab? Und jetzt werde ich ein bisschen frech und ich möchte dir sagen, meistens hält dich nichts davon ab, nur du selber. Das sind die Vorstellungen, die man hat. Wenn man Freunde hat, die jemand vielleicht verletzt hat und sich dann einfach schämt, zu ihnen zu gehen, um Vergebung zu bitten. Was hält dich davon ab? Eigentlich nichts. Nur die eigene Scham über das, was man getan hat. Es muss nicht immer so tragisch sein oder aufregend. Aber es geht um das Prinzip. Was sind deine Motive in deinen Beziehungen? Warum bist du mit jemandem zusammen? Stell dir diese Frage mal. Oder warum tust du Dinge oder andere nicht? Das ist die Frage der Motive, die uns heute sehr anschaulich wird, am Beispiel von Stephanus. Was sind die Motive der Menschen, die ihn zuhören? Also keine guten, zumindest in diesem Fall. Was sind die Motive der Christen? Dass sie sich um Jesus versammeln. Und sag mal so, das ist das Idealbild der Kirche. Kirche ist dann und theologisch eigentlich nur dann, wenn sie sich um den Herrn versammelt. Und das bedeutet nicht, dass du zur Kirche gehörst, nur wenn du am Sonntag hier eine Stunde oder sowas im Gottesdienst sitzt. Das auch. Aber du gehörst zur Kirche immer dann, wenn du dich um Jesus sammelst. Wenn du dein Leben um ihn aufbaust oder um ihn ein bisschen rumkreist, wenn du dich nicht nähern kannst. Und ich möchte dich dazu einladen und herausfordern, dass du diese Woche vielleicht versuchst, dein Leben ein bisschen an dem zu messen, was die Bibel uns sagt, über das, wie wir Menschen sein sollten. Wenn du nicht weißt, was ich damit meine, also die 10 Gebote zum Beispiel, die Seligpreisungen, wenn du keine Lust hast, das in der Bibel zu suchen, Google weiß alles. Einfach eintippen, springt gleich raus. Oder liest einen Teil vom Evangelium, Matthäus Evangelium, die Bergpredigt. Und versuche dein Leben danach ein bisschen zu prüfen. Und vielleicht fällt dir etwas auf, was du anders, besser machen könntest. Oder wo du vielleicht auf Irrwegen bist, dann frag dich, was hält dich davon ab, dein Leben umzukrempeln? Und sei ehrlich mit dir. Und wenn es nichts ist, dann ist die Frage, die man sich stellen sollte, wer möchte ich eigentlich sein? Und jetzt frage ich dich, wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Dieser Mensch, der sich manchmal vor sich selber, vor anderen versteckt? Oder ein Mensch, der weiß, wozu er berufen ist, der weiß, dass er fehlt sehr oft, aber trotzdem Gutes bewirken kann und Gutes tut? Das sind die 2 Alternativen, die wir haben. Es geht nicht darum, schlecht, also böse oder gut zu sein, sondern Gutes zu wollen oder eher zu unterlassen. Das sind die Alternativen, die wir meistens im Alltag haben. Und ich lade euch dazu ein, das ein bisschen nachzudenken, wo ich stehe und was ich will, was meine Motive sind, wer ich sein möchte.